Hallöchen und seid mir herzlich willkommen hier zu Horizon Zero Dawn und weiter geht's hier in der Rolle von Aloy. Wir werden jetzt hier einfach mal hier oben lang gehen, wo wir das letzte Mal ja uns ausgelockt haben quasi. Und wir schauen mal, was hier oben auf uns warten wird. Ich bin echt mal gespannt. Hier ist ein Händler. Ein Händler haben wir hier zur Verfügung. Und wer ist das hier? Hallöchen. Nora Krieger, Grüße. Du bist so groß geworden. Ja. Es ist ja auch schon einige Zeit vergangen, lieber Freund. Haben wir mit denen schon mal gequatscht? Achso, das ist ja hier der Handler. Was haben wir denn da so für schöne Waffen, die wir bis jetzt haben und noch nicht haben? Achso, wir haben uns ja, glaube ich, mal diesen Rassler gekauft. Auf den bin ich echt schon mal gespannt. Das ist, glaube ich, eine Nahkampfwaffe, der schnellartige Bolzen abfeuert. Gaia-Bogen, blau haben wir auch. Und da haben wir auch die erste Schattenwaffe bzw. eine Schattenschleuder zur Verfügung. Kostet allerdings 650 Scherben. Und ich glaube mich zu erinnern, dass wir, glaube ich, auch... das geht gut los. Dass ich mir in der letzten Folge eine neue Rüstung zugelegt habe. Und zwar hier diese Nora-Beschützerin Schwer. Nora Überlebende, also die haben wir uns gekauft, die haben wir uns zugelegt. Darauf bin ich auch ehrlich gesagt stolz, die haben wir auch an. Verderbnis durchdringt alles. Ja, ja. Wie soll die Karja-Festung ihre Grenzen dicht gemacht haben? Ich weiß. Diese bösen Nora. So, hier haben wir unsere Fallen, die könnten wir uns auch mal ruhig mal im Kampf benutzen. Und wir sind jetzt derzeit Level 13 und wir gehen mal hier zu diesem Kollegen. Der hat nämlich eine Quest hier. Jan heißt er. Hallo Jan. Du bist Aloy, nicht wahr? Es heißt, man hätte dich zur Sucherin mit Wegrecht aus dem Heiligen Land gemacht. Ja. Um die Mörder von der Erprobung zu finden. Ich kann mir nicht vorstellen, Umutters Schutz zu verlassen. Aber meine Schwester Nakoa ist wie du. Furchtlos. Sie sucht im Norden nach dem Kaja-Offizier Said, einem Hauptmann der Roten Raubzüge. Er ist gefährlich. Ich bin sehr besorgt um sie. Okay, sehr besorgt ist er. Rote Raubzüge? Was ist das? Was hat das zu bedeuten? Ich lebte während der Roten Raubzüge im Becken. Wie war es hier draußen? 10 Jahre lang griffen die Kaja ohne Vorwarnung an. Teufel wie Said schlachteten Krieger ab und entführten Zivilisten für Blutopfer. Es endete, als der verrückte Sonnenkönig starb. Laut den Stammmüttern will sein Sohn alles bereinigen. Aber das reichte Nakoa nicht. Okay. Haben die Stammmütter Nakoa wirklich erlaubt zu gehen? Nein. Sie weigerten sich. Doch sie ließ sich nicht abhalten, Said zu verfolgen. Er hat unseren Vater bei den Raubzügen ermordet. Nakoa sah es mit an. Versteckte sich im Keller und zwang sich zuzusehen. Es veränderte sie. Das hört sich natürlich nicht so gut an. Du hättest mit ihr gehen können. Das heilige Land verlassen und Urmutters ewiges Gedächtnis verlieren? Nein. Ich flehte Nakoa an zu bleiben, um diesem Schicksal zu entgehen. Sie sagte, es sei ihr egal. Keine Ahnung. Ist sie wirklich verflucht, wenn sie unseren Vater rächt? Das wäre grausam. Na, ich würde jetzt nicht behaupten, verflucht, ne? Vielleicht mutig oder auch ein bisschen leichtsinnig. Ich halte Ausschau nach ihr. O Mutter, segne dich. Ich weiß, die Stammmütter lassen sie nicht zurück ins Heilige Land, aber ich muss wissen, dass es ihr gut geht. Sie muss durch Mutterkrone gekommen sein. Meine Tante Solai lebt dort. Vielleicht weiß sie etwas. Und hat mehr Hinweise für dich. Die Rache einer Tochter. Level 15. Ich glaube, diese Quest werden wir jetzt auch nachgehen. Es gibt da 5000 XP Belohnung auf der Karte anzeigen. Schauen wir mal, wo das denn ist. Also wir müssen jetzt erstmal zur Mutterkrone hin. In der Gegend. Und was haben wir denn hier eigentlich? Wo befinden wir uns eigentlich? Ach, wir befinden uns hier. Okay.
ist ganz schöner weiter Weg. Ich glaube, da werden wir bestimmt auch mal eine Schnellreise machen, wa? Ja, komm, wir machen mal eine Schnellreise. Aloy, markieren. Bla bla bla. Quest aktiv. So. Die Karte haben wir jetzt erstmal ausgewählt. Und da werden wir dann gleich mal hinreisen. Ich knie vor dir voller Demut. Hat die da hinten auch noch eine Quest? Hallo? Guten Tag. 4. Dieser Krieger. Klingt, als hätte er Schmerzen. Ja. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er stirbt. Ich habe schon Sterbende gesehen. Aber nie unter solchen Schmerzen. Ich will stark sein wie du, aber... ich kann ihm gar nicht helfen. Ich habe nicht mal Traumweide für seine Schmerzen. In Lagern an Kriegspfaden östlich müsste welche sein, aber... ich muss bei diesem Mann wachen. Könntest du vielleicht in den Lagern nachsehen? Schon etwas davon würde den Schmerz lindern. Wie wurde der Mann in deiner Obhut verletzt? Er gehörte zum Kriegstrupp und wurde unten am Grat verletzt. Er war zu schwach für die Reise nach Mutterherz. Darum brachten sie ihn her. Ich soll ihn trösten, doch ich kann ihm nur zuflüstern. Ihn ans Lächeln seiner Mutter erinnern. Konntest du den Hinterhalt sehen? Hören. Explosionen und Schreie und... das Geheul von Maschinen wie Monster. Davon stöhnt und murmelt er dauernd. Albtraummaschinen, die jeden in Stücke reißen. Könnte ich ihm nur helfen, all das zu vergessen und in Frieden zur Urmutter zu gehen? Du hast gesagt, du wärst gern stark wie ich. Du weißt also, wer ich bin? Tu ich. Ich weiß, viele wollten dich bei der Erprobung nicht. Aber ohne dich wären alle gestorben. So viel wissen wir also. Gebraucht wurde die Person, die der Stamm nicht wollte. Ich würde mir gern deinen Mut borgen. Für ihn. Du musst nichts borgen, was du schon besitzt. Ich hoffe es. Sag nochmal, was du brauchst. Traumweide. Ein Öl aus der Rinde der Wasserweide, das Schlaf bringt und Schmerz betäubt. Ich habe nichts mehr. Aber Jäger haben Lager an Kriegerpfaden, wo Tiere und Maschinen nicht herankommen. In Lagern an Kriegerpfaden im Osten müsste noch welche sein. Du bist jung für eine Heilerin, nicht wahr? Ja. Ich lerne noch die Grundlagen. Alle wahren Heiler werden in Mutterherz gebraucht. Außerdem gibt es für diesen Krieger keine Heilung. Was er braucht, ist jemand, der ihm beisteht. Und das kann ich tun. Ich suche in den Lagern nach Traumweide, wenn ich's schaffe. Wirklich? Danke. Ich möchte doch nur das Leid dieses Mannes lindern. Ja. Da haben wir die nächste Quest von der lieben Fia. Und was ich euch noch kurz zu der Fia erzählen möchte, ich weiß nicht, ob ihr die Synchronstimme erkannt habt, aber ich habe vor kurzem gelesen gehabt, dass die größeren YouTuberin Lara Loft hier in Horizon eine Synchronstimme abgegeben hat zu einem Charakter. Und ich glaube, das ist hier diese Fia. Die Stimme kommt mir nämlich sehr bekannt vor. Und finde ich echt krass. Also finde ich echt super. Ich hätte auch gerne mal so eine, ehrlich gesagt, mal so eine Rolle, wo ich eine Synchronstimme abgeben könnte. Das wäre ja auch ein Traum von mir, ne? Muss ich ja mal ganz ehrlich so sagen. Ist schon echt bemerkenswert sowas. Und ja, Hochachtung für jeden, der da mal so rankommt und das auch macht. So, auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal schauen. Also wir müssen jetzt hier Traumweide, ne? Wir müssen Traumweide suchen. Allerdings müssen wir jetzt mal gucken. Ist jetzt die Traumweide Nebenquest. Jan, Jung, Nora, gib dich zur Mutterkrone. Okay, das ist hier die aktive Quest. Nebenquest.
Schmachte Schmerzen. Kriegsfatz nach Traumweide. Das ist Stufe 7. Schauen wir mal, wie weit entfernt es eigentlich hier von uns ist. Ist ja gar nicht so weit weg, ne? Es ist ja nicht so weit weg. Da könnte man eigentlich von hier aus, also könnte man ja hier hinreisen. Das machen wir auch mal. Zack. Reisen wir da mal fix hin. Und dann besorgen wir eher die Traumweide, würde ich mal so behaupten. Bevor wir uns da in den Norden zur Mutterkrone machen. Ach du Heilige. Das ist ja hier ganz schön viel. Hallöchen, Popöchen. Haben wir überhaupt noch... Moment mal. Herstellen, voll. Herstellen, voll. Warum wird denn da uns unten 1 von 39 Feuerpfeile angezeigt? Okay. Machen wir das mal so. Wechseln wir einfach um. Und dann schauen wir mal, in welche Richtung wir gehen müssen. Wir müssen also dorthin. Da markiere ich jetzt auch gleich mal Vorratslager. Machen wir mal einen Wegpoint hin. Die Loge. Norajak-Gebiet. Da ist auch noch irgendwie sowas. Aber da wollen wir ja jetzt gar nicht erstmal hin, glaube ich. Wir können uns ja auf dem Weg dorthin hier mal anschauen, was es ist. So. Gut. Dann machen wir uns jetzt einfach mal... Wo müssen wir... Moment mal. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Müssen wir echt doch da durch? Ernsthaft? Müssen wir da echt durch? Ich weiß es nämlich nicht. Schauen wir mal, wo wir hin müssen. Tatsache, wir müssen echt durch dieses Gebiet. Wir müssen echt dahin. Können wir da mal diese Viecher ein bisschen in Aufruhr setzen? Keine Munition? Ernsthaft? Tatsache, wir haben keine Munition zur Verfügung. Schade, schade, schade. Vielleicht können wir ja die Wächter ausschalten. Wie viele sind das? Jetzt rennen sie erstmal. Ah, die schönen Wächter. So, komm her, Kollege. Ich nehme dich mit. Bleibst du mal stehen. Alter. Sag mal. Jetzt habe ich ihn erwischt. Alles klar. Der ist auch ein bisschen, ne? Okay. Das sammeln. Aus dem Weg gehen? Nein, wir gehen hier nichts aus dem Weg. Wir brechen volle Kanne durch. Aloy. Wir haben hier von niemandem Angst. Komm her, du Wächter. Zack, schriller Schlag. Sehr schön. Der hat uns gar nicht kommen sehen. Einfach mal so ganz kalt. Können wir hier... Ich bin gar nicht da. So, den haben wir auch erledigt. Wie kommt da denn jetzt an? Ach, die Horde haut einfach ab. Rennt einfach mal weg. Ja, lauf weg. Ist mir auch wurscht. Aber das nehmen wir natürlich alles mit. Lohe können wir nämlich immer gut gebrauchen. Das brauchen wir sogar auch, Lohe. So.
So, müssen wir jetzt hier hoch? Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir hier hoch müssen. Schauen wir einfach mal oben. Mitten ins Ziel. Einfach nur einsetzen. Wow. So, dich haben wir auch einfach mal so eiskalt mitgenommen. Zack. Ich mag bis jetzt immer noch diese Nahkampfattacken, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die... Was sollten denn da unten? Bleibst du hier? Eine Lohe. Kullert einfach mal davon. Also Lohe brauchen wir halt, um unsere Sprengdinge da herzustellen. Oh, hier geht's hoch. Wo geht's denn hier hin? Mal einsammeln. Wo geht's denn da hin? Aber wir müssen trotz alledem 40 Meter hier von uns entfernt. Sind wir ja gar nicht so weit weg. Ein Kriegerpfad. Da oben müsste ein Lager mit Traumweide sein. Was? Da oben? Echt? Ernsthaft? Muss ich jetzt hier hoch? Naja, wenn das so ist, dann... Schauen wir mal, ne? Kommen wir denn hier? Kommen wir hier oben hoch? So. Ich bin jetzt hier oben. Ach, guck an. Da müssen wir hin. Oh, zur Kante fallen lassen. Ei, heiliger Witzka. Das ist ja... Zack, zack. Wir sind da. Und keine Metallscherben. Traumweide. Keine nur Traumweide. Verdammt. Ich höre schon wieder Geräusche. Von wo kommt das? Das müssen doch bestimmt wieder... zur Kante fallen lassen. Ja, lassen wir einfach mal. Und runter. So, jetzt schauen wir mal auf der Karte, wo müssen wir hin. Da führt jetzt unser Weg hin, Vorratslager. Da können wir zum Lagerfeuer reisen. Ja, komm, reisen wir. Wir reisen einfach mal. Können wir ja mal machen, ne? Was soll der Geiz? Lose große Elementplosion. Explosion. Mhm. So. Und dann gucken wir mal, wir müssen in die Richtung, also ist gar nicht so weit entfernt von uns. Vielleicht gibt es ein Lager mit Traumweide an diesem Kriegerpfad. Da muss ich ja jetzt hier irgendwo hier hoch. Ach da. Hier ist das ja schon. Zack. Und hopsa. Eloy ist echt eine Meisterkletterin. Die hat das voll drauf. Voll drauf hat die das. Ui. Ach du Scheiße, wie komme ich denn darüber? Uiuiui. Uiuiui. Wie komme ich denn darauf? Jetzt. Na, los, hoch mit dir. Guck, ob wir da Traumweide... Haben auch keine Traumweide drin, nur Metallscherben. Was ist denn hier los? Seltsam. Jemand scheint die Traumweide in diesen Lagern gegen Scherben getauscht zu haben. Hm. In diesen Lagern ist kein... Okay, jetzt führt uns dorthin. Schnellreise. Das ist echt merkwürdig. Es sind keine Traumweiden drinne. Also es muss ja dann irgendjemand das entfernt haben. Ha. Dann wollen wir mal gucken, ob Fea da irgendwas weiß drüber. Bin ich ja mal gespannt. So, wo ist die gute Frau? Hier ist sie. Du bist zurück. Ich war schon an diesen Lagern. Da waren nur ein paar Scherben. Das ist seltsam. Wer würde Traumweide stehlen?
Vielleicht hat John welche gesammelt. Frag ihn doch mal, wenn es dir nicht so weit ist. Wer ist John? Kampf John. Du sagtest, ein gewisser John hat vielleicht Traumweide? Ja. Er ist zwar Einsiedler, pflückt aber für den Stamm Kräuter und braut Medizin. Allerdings lebt er westlich von Mutterkrone und die Maschinen in der Region sind etwas lästig. Was für Maschinen? Plünderer. Und Sägezähne. Sehr gefährlich. Sägezähne. Ich werde gehen. Leb wohl. Sägezähne? Da bekommen wir ja dann bestimmt wieder Sägezahnherz oder irgendwie sowas in der Richtung oder was das da war. Könnten wir eigentlich gut gebrauchen, ne? So, finde Jan. Der ist hier oben in Mutterkrone. Da oben waren wir schon mal, siehst du? Wir waren da schon mal. Reisen wir mal hin. Ist ja jetzt doch ein ziemlich weiter Weg, den wir jetzt nicht unbedingt gerade jetzt, sage ich jetzt mal so, durch die Prärie laufen müssen. Wenn wir da kurz davor ja eigentlich, ja, hinreisen können. Allerdings geht das immer ganz schön in diese Reisepakete und die Reisepakete, glaube ich, werden, die kann man sich herstellen, das weiß ich. Ich hatte ja schon mal eins hergestellt. So. Na gut, dann rennen wir mal zu ihm hin. Der Typ, das war ja auch der Typ, der so unfreundlich war. Ja. Der schreit schon. Der schreit schon. Helf mir doch! Ja, ist ja gut, ich bin ja schon da. Hallo? Ist da jemand? Ach da. Hallo? Bitte, lass mich raus! Urmutter sei Dank! Ich dachte, ich komme niemals frei! Was war los? Eine Bande von Ausgestoßenen war das. Stürmten herein, stahlen meine Traumweide und ließen mich zurück. Hä? Wozu stehlen Ausgestoßene Traumweide? Na, weil das kostbarste Kraut ist, das ich sammle, natürlich. Elende Diebe. Sonst nahmen sie nichts? Nein. Ich sag's dir. Die machen Geschäfte mit Fremden. Sie wollen Scherben und würden dafür auch töten. Eine Bande von Ausgestoßenen? Ja, eine Bande. Die Tür flog auf. Ich hatte keine Chance. Sie schnappten meine Traumweide und ließen mich zurück. Was schreit ihr denn so? Wo sind die Ausgestoßenen hin? Den Berg hinauf, glaube ich. Du erwischst sie, wenn du schnell machst. Aber lass dich nicht von ihrem schäbigen Aussehen täuschen. Sie töten dich, sobald sie dich sehen. Oh, ich muss mal durchatmen. Ja, du könntest fürs erste Mal still sein. Finde ich auch. Also, der böllt ja hier den ganzen Berg zusammen. Also, wenn das nicht irgendwie gehört wurde von irgendjemandem. Spuren hinterlassen haben. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Spuren hinterlassen haben? Mein Fokus müsste sie finden. Tja, hier ist vor kurzem jemand aufgebrochen. Und er hatte es eilig. Guck an. Hier sind die Spuren. Markieren. Ups. Ah, hier geht's lang. Hier sind wir ja auch schon mal lang gelaufen in diese Ecke. Da sind wir in so einen komischen Tal gekommen, wo wir dann ja quasi da so einen Abhang runter sind. Und dann so ein Panzer daher, so ein Panzermonster da, so eine Panzermaschine da irgendwie bekämpft haben. Ich erinnere mich. Das ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube vor 2 Folgen oder so. Wow, das sind Wächter. Meine Pfeile sind alle. Die Ausgestoßenen, die Traumweide gestohlen haben. Und sie haben. Können wir jetzt eigentlich so eine... Ach nee, wir benutzen den Haken hier. Den Haken. Wir müssen vorsichtig sein. Da ist ja auch ein Wächter, das ist scheiße.
Wir müssen erst den Wächter ausschalten. Ich muss herausfinden, wie ich mehr Maschinen überbrücken kann. Verdammt. Sag mal, wo wollen wir ausweichen? Schlagen jetzt. Er hat es erwischt. Urmutter sei Dank. Ja, noch habe ich ihn nicht. Jetzt habe ich ihn. Boah, what a kill. Unglaublich. Unglaublich. Das war echt knapp. Oh, der. Das war ja mal so ein Sägezahn, der ja immer richtig zäh war. Holla die Waldfee. Mir juckt das Auge. Kleinen Moment. So. Wir haben ganz schön viel Medizin hier ganz schön verballert bei dem. Aber das sammeln wir alles hier nebenbei mal wieder ein. So, mal gucken, was der da labert, der Typ. Achso, erstmal hier noch einsammeln, bevor wir zu denen hingehen. So viel Zeit muss sein. 6% Verderbnisschutz. Draht haben wir gekriegt und Metallscherben. Ist jetzt nicht so, dass... ja, nicht gerade viel. Was ist das hier? Hier ist auch noch eine. Metallscherbe. Die Wächter, die geben nicht mehr so viel Metallscherben, finde ich. Oder habe ich so das Gefühl? So, wer bist du? Kornst. Wir sind dir dankbar, sofern dir der Dank Ausgestoßener etwas bedeutet. Tut er. Du rettest uns und redest sogar mit uns. Die Stammmütter verstießen mich bei der Geburt. Die Gesetze der Nora bedeuten mir nichts. Dann bist du dieses Mädchen, dessen Mutter es nie wollte. Aber keine Ausgestoßene mehr? Nein. Ich bin Sucherin und suche nach Traumweide. Das könnte ein Problem sein. Was haben du und die anderen verbrochen? Ich schlug zu, als jemand mein Wild stahl. War meine Schuld. Die anderen haben gestohlen, Bräuche gebrochen oder die Knochen der Metallwelt gestört. Keine Mörder hier, falls du das meintest. Warum habt ihr die Traumweide geraubt? Weil wir Verwundete haben. Warum würden wir sie sonst nehmen? Etwas Schreckliches ist dem Stamm zugestoßen. Die Krieger schützen uns nicht. Die Maschinen sind erzürnt und im Heiligen Land machen Banditen Jagd auf uns. Würden Ausgestoßene den Brauch brechen und sich zusammentun, wenn sie eine andere Wahl hätten? Aber es war kein Diebstahl. Wir haben Scherben zurückgelassen und wollten Jan bezahlen. Aber natürlich wollte er nicht mit uns reden.
Ihr habt Jan aufgemischt. Wie will er das vor lauter Kriecherei bemerkt haben? Er ist ein Feigling. Wir haben ihm kein Haar gekrümmt. Er hat's nicht mal bemerkt. Auch andere brauchen Traumweide. Ihr könnt nicht alles haben. Ist das eine Bitte oder ein Befehl? Ein Gespräch. Zwischen zwei Personen. Ah ja. Vielleicht haben wir mehr, als wir brauchen. Nach allem, was passiert ist, hatten wir Angst und nahmen, was wir fanden. Hier, einen Teil behalte ich, aber der Rest? Möge er zu denen finden, die ihn brauchen. Dafür sorge ich. Passt ihr gut auf euch auf und bleibt zusammen. Okay, wir haben jetzt also die Traumweide. Ach, scheiße. Mensch, wenn man ein paar Tage erstmal wieder nicht gezockt hat. Unglaublich, ne? Unglaublich sowas. So, erstmal hier unsere Sachen auffüllen. Das ist voll. So, das haben wir auch voll. So, gut. Dann können wir jetzt mal nach unserem miesepetrigen Jan zurück. Und wir haben ja jetzt seine komische Traumweide. Aber vorher müssen wir noch hier ein bisschen Heilkräuterli einsammeln. Denn das ist wichtig. Heilkräuterli brauchen wir für unsere Gesundheit und natürlich auch für das Fortbestehen unseres Spiels. Was kann ich... Warte mal. Bevor wir hier... Ja doch. Können wir machen. Da kommen wir ja... Entschuldige, Eloy, entschuldige. Da kommen wir ja direkt auf das, auf den Weg zurück. Na, das nenne ich ja meine Abkürzung, die wir hier nehmen. What the fuck? So, da ist auch schon. Guten Tag. Hier ist die Traumweide. Bringen Sie zu Fia in Mutterberg. Die verwundeten Krieger dort brauchen Sie dringend. Versprochen. Aber was ist mit den Ausgestoßenen? Haben die Schufte für ihre Taten bezahlt? Sich verbrüdern, miteinander reden und mit uns. Ich hoffe, du warst erbarmungslos. Du weißt nicht, wer ich bin, oder? Sollte ich? Ich wuchs als Ausgestoßene in den Bergen über Mutterherz auf. Das mutterlose Mädchen. Hätte ich das gewusst, hätte ich nie mit dir geredet. Und doch hat dieses mutterlose Mädchen dich befreit und dir deine Traumweide wieder beschafft. Wärst du nicht so voreingenommen, wärst du nicht so einsam. Ich brauche niemanden. Dann gratuliere ich dir, John. Du hast dich selbst ausgegrenzt. Ich bin fertig. Sorg dafür, dass Fia die Traumweide kriegt. Sonst komme ich wieder. Oh, der Klatsch, das ist aber kein Beifall, mein Freund. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben diese Quest abgeschlossen. Bemerkenswert, bla bla bla. So. Wir gucken mal kurz in Inventory. 579 Scherben, Kapazität 10 von 15. Ein Level aufgestiegen sind wir noch nicht. Quest abgeschlossen. Ja, das ist ja die Hauptquest, ne? Das ist ja die Hauptquest. Eine Sucherin vor den Toren, Stufe 12. Auftrag. Die Rache einer Tochter. Wieso die Rache einer Tochter? Achso, das ist Jan. So, begib dich zur Mutterkrone. Dann werden wir uns jetzt auch endlich mal zur Mutterkrone begeben. Jagdgebiet. Nora Jagdgebiet. Tutorial. Gut, dann werden wir uns jetzt auf den Weg machen zur Mutterkrone. Ja. Zack. So.